Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World auf dem North East Corridor. Wir befinden uns am Newark International Airport und wir übernehmen einen Amtrak 170 und fahren diesen dann nach New York Penn. Ich habe das ganze Szenario sogar schon mal gefahren, allerdings habe ich da das probiert mit Stream und Aufnehmen zugleich und Ende vom Lied war, dass ich nichts mehr ausgemacht habe, weil das einfach zu sehr geleckt hat und die Aufnahme halt weiter geleckt hat. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser für ist. Werden wir dann sehen. Wenn dem nicht so ist, dann weiß ich auch nicht. So, steigen wir dann vorne ein auf dem Fahrsitz der vorderen Lokomotive. Das galt sogar für zwei Szenarien, um es nochmal genau zu haben. Türen entriegeln. Jetzt habe ich natürlich hier immer noch nicht gefunden, wo das ist, deswegen muss ich das immer noch hier. Wir waren nicht so weit, ne? Rechts entriegeln. Muss ich immer noch so machen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo noch eine Taste gibt, die ich besser nicht finden konnte. Weil liegt irgendwas. Also heißt, diese beiden Szenarien, die ja doch etwas Probleme bereitet haben, sage jetzt einfach mal, auch wenn es die Szenarien selber waren, die werde ich jetzt, bin ich jetzt gerade dabei, dann so ein bisschen die Alfian neu aufzunehmen. Lösen sich die Bremsen. Ich habe schon gewonnen, weil wir vorher Gas geben sollten. Hat der wenig Sinn gemacht. So, ab nach New York Penn. Ja, gespannt, also eigentlich. Jetzt muss ich noch mal kurz pausieren. Ganz wichtig. Jo, dann ne, ein battleloser Battle nach New York Penn. Und mal ein bisschen Punkte abs. Ich habe noch nicht genug davon. Ach, Moment, noch ein Kilometer pro Stunde. Das macht ja wenig, aber gar keinen Sinn. Ah, 70 Meilen pro Stunde. Alles klar. Eigentlich erst bald, aber offenbar schon jetzt. Also das ist jetzt nicht mehr so leck wie damals, als das relativ frisch war, ich glaube ein, zwei Wochen raus war. Dann
Weiß ich Bescheid, weil Bescheid, genau. Dann weiß ich Bescheid und dann werde ich das in Zukunft eher so machen, nach dem Motto machen, Never Play and Patch Day. Oder in diesem Fall Never Play und in Patchments. Oder so was. Und zumindest halt nur mit Vorsicht. Gut zu wissen, dass es auf einmal, ne? Muss ich mal auch mich auch wieder dran gewöhnen, auch alles auf alles zu achten und was nirgendwo steht im Overlay. Und vielleicht soll ich es nicht unbedingt dann anfangen aufzunehmen, wenn ich gerade aufgestanden bin. Aber gut. Auch im echten Leben nicht die optimalsten Bedingungen. Okay, gehen wir einfach mal davon aus, wir sind jetzt hinten auch drin. Und halt mal an, wahrscheinlich schön nochmal in Riegeln. Und dann war es das auch sogar schon, weil die mich richten, obwohl die kann gar nicht sein, oder? 20 Minuten muss ja länger dauern. Wir sind auch nur ein Walkpen. Oder bin ich jetzt ganz blöd? Achso, wir sind. Ich bin verwirrt. Cool. War zwar mein Unfall, aber egal. Sie um die Passagiere aus dem Silverstar aussteigen zu lassen. Ja, alles klar. Dann fahren wir noch ein Stückchen. Lösen wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann wieder runter und ja. Den Regler nach oben schrauben. Obwohl so sehr nach oben schrauben auch hier nicht, aber. Ab nach Sikaukes. Ob das jetzt Sikaukes? Irgend so was. Problem, was mir gerade auffällt, ist nur, dass. Ist theoretisch gesehen gar nicht wirklich möglich ist, außer morgens anzufangen, weil ansonsten zu warm zum Aufnehmen oder zum irgendwas zu machen. Sommer halt. Also komme ich da wohl nicht drum rum. Wieder schön bergab. Und wieder ein bisschen mehr Gas geben, alles klar. Gleich nochmal sogar ein bisschen mehr als ein bisschen mehr. Ein bisschen viel, ach egal.
Eieiei. Ich merke schon, wie die Qualität wieder sinkt und sinkt von der Müdigkeit her. Also durch die Müdigkeit. Oh, ich kann auch so bremsen, gut zu wissen. Na gut, ein bisschen Renderungsverzögerung ist ja nicht so viel, 0,3%. Kann man verkraften. Einfach eine Sache, die ich dann im Auge behalten sollte später. Von OBS. Ach, eigentlich wäre hier ein Screenshot schon nice, ne? Ich könnte mal wieder Gas geben, also wir kommen gar nicht, ach, wir kommen einfach zu spät an. Aber gut. Ich schieb's das einfach mal auf die Müdigkeit und nicht darauf, dass ich das Spiel Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Auch wenn es in der Theorie gar nicht an der Müdigkeit liegen kann, weil Video nicht mal. Das ist einfach schön hier lang zu fahren, finde ich. Okay. Ja. Ich wollte Zeit wieder gut machen. Aber ja. Man kommt gar nicht drum rum. Aber ist auch nicht schlimm. So, jetzt aber ein bisschen zu weit, aber. Wir wollten ein bisschen mal vom Bahnhof sehen. Jetzt bin ich auf Anzeigentafel suche, wenn ich hier was sehe. Huch!
Es war so klar. Ich hab's gleich. Oh. Ich wollte mich nur noch hier nochmal umgucken, ne, ob hier nicht was ist. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, was es alles hier gibt zu entdecken, gibt zu und so, ne? Sollten wir vielleicht deswegen eher da vorne stehen bleiben, weil man hier hochsteigen kann? Okay. Ich dachte, wir fahren nach Newark und nicht nach New York. Penn. Ein Fehler. Das ist dann aber auch, glaube ich, jetzt letzt halt. Ich habe mich schon gewundert. Also, ne? 20 und 25 Minuten, dafür war das ein bisschen zu kurz. Trotz meiner Probleme. Ich wollte mich mal ein bisschen bemerkbar machen. Juhu, wir haben Vorfahrt. So gefällt mir das. Boah, das ist echt schon Ewigkeiten her. Wann habe ich denn alles wieder rausgekommen? Das muss echt. Boah. Es ist New York. Es ist in North East Corridor, ist glaube ich im Februar rausgekommen, oder? Im ganzen Juni-Dingens. Halt für solche Sachen, für solche Tunnel einfahren, kann man das schon mal nutzen. Rast man dann mal zwar ein bisschen schneller rein, aber. Und durch. Aber okay, glaube ich auch leicht bergab, ne? Ja, leicht. Von daher. Und vom runter vom Gas müssen wir sowieso bald. Relativ bald. Kurz vom Bahnhof. Wo es geht immer so relativ steil bergab. Könnte man ja noch überlegen. Könnte man. Aber wir machen noch eine Bremse. 25 nass am halten. Boah, wir sind ja richtig pünktlich.
aufgrund der Experimentierfreude versuche ich mal weitestgehend, zum Beispiel bis zur Geschwindigkeitsbeschränkung, mit dem Leistungshebel runterzuschrauben, runter zu Dingen sind, so Monster. Zu entschleunigen, so. Jetzt geht's natürlich bergauf. Wollen wir auch nicht unbedingt stehen bleiben. Die Frage ist, ach, wird wahrscheinlich reichen. Reicht mir auch schon. Sind es halt 25. Muss man nicht ganz so oft drauf stehen bleiben. Die 25 sind auch noch passabel. Und die kleine Kombination davon ist ja auch gut der Geschwindigkeit entzogen. Jawohl. Wollen wir mal friegeln? Traction Block, Doors open. Okay, natürlich zu früh da gewesen, müssen wir ein bisschen warten. Steigen Sie aus dem Zug aus, um Ihre Aufgabe zu beenden. Tada! So, das zweite Mal. Level 6 schon auf Northeast Corridor. Level 17, holy shit. Und vom ACS 64 sind wir mittlerweile Level 3. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.